schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute etwas nicht allzu aufwendiges, aber so extrem leckeres, weil wer mag keine Butterstreusel, oder? Und wenn das in Kombination mit einer leckeren Fruchtfüllung und so einer richtig fluffigen, sahnigen Füllung ist, dann kann es eigentlich nicht besser werden, oder? Wir fangen einfach mal an. Der Start ist ein Mürbeteig-Rezept. Und wie Mürbeteig funktioniert, habe ich euch schon ewig oft gezeigt. Deswegen machen wir das hier ein bisschen schneller. Einziger Unterschied zu einem ganz, ganz normalen ist, dass hier ein bisschen Quark mit dabei ist. Das gibt nochmal ein bisschen anderen Geschmack und auch eine etwas andere Textur. Das heißt, ganz, ganz gleich ist es natürlich nicht. Aber die Herstellung dennoch das gleiche. Ihr verrührt eben einmal die nassen Zutaten miteinander, dann kommen die trockenen Zutaten dazu, werden einmal miteinander verrührt, bis der Teig eben zusammenkommt, wie ihr hier sehen könnt. Dann wird das aus der Schüssel genommen und für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so in den Kühlschrank getan. Und in der Zeit, wo das jetzt im Kühlschrank ist, habe ich mich um meine Streusel gekümmert, die oben drauf kommen, und das ist auch wieder halt ein normales Mürbeteigrezept. Wir haben Butter, Mehl, Zucker, Salz und etwas Zimt, und auch das kommt wieder in meine Küchenmaschine. Die habe ich nicht gespült, einfach so direkt wieder in die Schüssel rein. Dann wird das Ganze miteinander laufen gelassen mit dem Flachrührer, bis da eben so schöne Streusel rauskommen, und dann werden die auf Seite geschoben, während wir jetzt hier unsere Böden ausrollen. Meinen ersten Mürbeteig habe ich mir jetzt in 4 Teile geteilt, ganz grob. Da muss nichts abgewogen oder abgemessen werden, einfach nur ganz grob. Es ist eine etwas rustikalere Torte, das heißt, eure Kanten werden wahrscheinlich auch nicht extrem schön sein, und das macht auch überhaupt nichts. Ich habe mein erstes Stück hier jetzt einfach ganz normal mit ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche ausgerollt, habe mir jetzt eine Springform genommen in der Größe, die ich haben möchte, und eben meinen Boden einmal ausgestochen. Dann das Ganze einmal ein bisschen nass gespritzt. Das würde aber auch super mit einfach ein bisschen verquirltem Ei funktionieren. Und dann da das erste Viertel von unseren Streuseln drauf. Und dann ist so der erste Boden fertig. Ab in den Ofen. Und das macht ihr dann, hätte man kaum erwartet, 4-mal hintereinander, damit ihr halt den kompletten Teig aufbraucht, als auch die kompletten Streusel. Das wandert alles nach und nach in den Ofen. Könnt ihr komplett abkühlen lassen, bis auf den letzten Boden. Das ist der, den ich jetzt hier auch hier bei mir habe. Den müssen wir noch heiß schneiden, weil wenn das Ganze abkühlt und wir den dann portionieren oben, dann bricht Mürbeteig ja leider sehr gerne. Und wenn er noch hier so richtig, richtig heiß ist, ist er einfach noch ein bisschen so flexibler und lässt sich viel, viel leichter schneiden, ohne dass da irgendwas Großes zerbricht, wie ihr sehen könnt. Dann habe ich alles abkühlen lassen und mich danach, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später, es geht super schnell, weil alles so dünn ist, habe ich mich um meine Füllung gekümmert. Das war jetzt hier vorerst einfach nur Sahne, die ich mir steif geschlagen habe. Da kam ein bisschen Zucker zu, und zum Abbinden oder zum Stabilisieren habe ich etwas Sahne steif dazu getan. Bitte nicht das ganze Tütchen da reinschmeißen. Und das zweite Tütchen sollte am besten auch in der Schüssel landen und nicht daneben. Und ja, wenn ihr das besser hinkriegt als ich, seid ihr auf jeden Fall richtig gut dabei. Ich schlag die Sahne noch eben zu Ende steif und heb dann die fertige Sahne einmal hier unter ein bisschen Speisequark. Ich benutze, ich glaube, ganz normale Vollfettstufe. Das Ganze würde aber auch super mit Magerquark funktionieren, wer da Bock drauf hat. Aber hier könnt ihr jetzt einigermaßen sehen, dass ich meine Sahne in 3-4 Portionen unter meinen Quark hebe, damit wir da halt so eine richtig fluffige, quarkig, einfach richtig frische, leckere Masse rausbekommen. Und wenn die soweit durch ist, kümmern wir uns eigentlich schon ums Stapeln. Also die Torte selber herstellen ist an sich eigentlich voll easy. Merkt ihr jetzt gleich auch, glaube ich. Ich habe mir noch etwas so Kirschgrütze genommen. Die hatte ich im Sommer selber gekocht. Ganz klassisch gehört da aber eigentlich sowas Pflaumenmus-artiges zu. Guckt einfach mal, was ihr da habt oder was ihr euch vorstellen könnt, was ihr am liebsten esst. Ich kann mir zur Erdbeerzeit auch so frisch gekochte Erdbeermarmelade richtig gut vorstellen. Ihr verstreicht die halt als erstes auf den Boden, dann kommt die Sahnemasse da drauf und dann halt, ja, ich denke, der Teil erklärt sich total von selber. Ganz am Schluss wird das Ganze halt getoppt mit den bereits portionierten oberen Stücken, und dann habe ich das Ganze in den Kühlschrank getan für mindestens 2 Stunden, am besten aber über Nacht, würde ich euch raten, damit alles ein bisschen durchziehen kann, ein bisschen weicher wird und einfach alles ein bisschen miteinander besser zusammenkommt. Und wie man Puderzucker da drauf streut, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, das könnt ihr euch bestimmt selber vorstellen. Aber das ist das Endergebnis. Super, super lecker, super hübsch, finde ich. Einfach mal ein bisschen was anderes als die klassischen Biskuitböden und ein bisschen Sahne. Also mega lecker, empfehle ich euch absolut, geht relativ schnell und einfach fantastisch.
Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt mir ganz viel in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, meine Lieben!